Die vierte Woche im Homeoffice, das inzwischen dritte Video von hier und so langsam habe ich, glaube ich, jede Wand in meiner Wohnung abgefilmt. Und so langsam stellt sich auch die Frage, wann schlägt der endgültig zu? Der Corona-Blues. So mit den Feiertagen vor der Tür wird vielen nochmal besonders bewusst, wie seltsam das gerade eigentlich alles ist. Ich zum Beispiel wäre unter normalen Umständen am Freitag mit Frau und Kind in den Zug gestiegen, wäre nach Franken gefahren und hätten da mit unseren Familien gebackenen Karpfen gegessen. So wie jedes Jahr, seitdem ich denken kann. Dieses Jahr machen wir unseren Karpfen selbst, sehen unsere Eltern nicht und unsere Eltern sehen den Enkel nicht. Eine Geschichte, wie sie jeder erzählen kann und wie sie an und für sich auch kein Drama ist. Sie macht uns aber bewusst, wie abgeschottet wir gerade leben. Was macht diese Abschottung mit uns? Der Frage gehen wir in der Titelgeschichte nach. Meine Kollegin Melanie Mühl hat dafür allerhand Erkenntnisse aus der Psychologie zusammengetragen und sie kommt, kurz gesagt, zu dem Ergebnis, dass das gerade ein Experiment mit offenem Ausgang ist. Wenn Sie es genauer wissen wollen, besorgen Sie sich die Woche und setzen Sie sich damit in die Sonne. Zeit genug haben Sie dafür gerade wahrscheinlich. Aber im Ernst, genießen Sie Ostern trotz allem. Alles Gute!